Hallo Leute, willkommen zur ersten Folge meines Wildwasserführers für Österreich. Wir beginnen im Westen mit der Bregenzer Ach auf der Standardstrecke von unterhalb Bezau bis zum Bahnhof Langeneck. Der Einstieg ist irgendwo entlang dem Fluss unterhalb des Wehrs in Bezau. Wegen diesem Damm ist die Wassermenge meist spärlich, aber am langen Fronleichnam-Wochenende gibt es einen Wasserablass und da trifft man meistens einige Paddler. Der erste Kilometer, bis die Straße den Bach überquert, eignet sich hervorragend, um sich einzupaddeln. Es gibt einige Schwelle und die Wassermenge hier oben ist knapp, so dass es meist wenig Varianten gibt. Unterhalb der Brücke kommt etwas Wasser hinzu und es wird bezüglich Untiefen einfacher. Nun beginnt der schönste Abschnitt mit dem Schwarzenberger Schlüchtchen. Es fängt mit einem Katarakt an, der einfachere und mehr herausfordernde Routen bereithält. Über die Felswände am unteren Ende spannt sich die alte Brücke, die jeden Moment einzustürzen droht. Daher sollte man darunter nicht verweilen. Nach der neuen Brücke teilt sich der Fluss. Mit viel Wasser sind beide Arme fahrbar. In den letzten Jahren floss das meiste Wasser rechts, während es früher links den Weg suchte, somit ändert sich diese Stelle von Jahr zu Jahr. Rechts beginnt es mit einem Schwall, der Herausforderungen sowohl durch Steine wie auch tief hängende Äste bietet. In der Mitte wird es etwas flacher, bevor es sich in einem Katarakt vereint. Dieser ist auch jedes Jahr anders und es gibt üblicherweise einige Steine, um die man herum muss. Das Bachbett wird nun breiter auf dem Weg runter zum Campingplatz Andelsbuch, wo man auch einbooten kann, insbesondere wenn man dort übernachtet. Bevor man dorthin gelangt, teilt sich der Bach ein weiteres Mal mit dem Hauptwasser rechts in einem engen Kanal. Die Vereinigung unten geschieht hier ebenfalls in einem Schwall. Kurz nach dem Campingplatz gibt es ein Wehr. Es kann links einfach umhoben werden. Zugang für einen Einstieg unterhalb rechts ist ebenfalls möglich. Wenn der Buff sitzt, kann man auch eine Befahrung wagen. Die Hauptschwierigkeit besteht in der flachen Wehrkrone, welche die Anfahrt verlangsamt. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit einem Schwall um die nächste Kurve, wo sich aufgrund von Felsriegeln einige Walzen bilden. Unterhalb kommt das Wasser vom Kraftwerk zurück und zwar in der Flussmitte. Auf den nächsten Kilometern kann man sich entspannen und die Landschaft genießen. Vielleicht tauscht man sich mit Paddlern aus, die man im Vorjahr das letzte Mal gesehen hat. Nach der nächsten Brücke und um die Kurve liegt das Wehr von Eck, wo auch der Pegel ist. Dies hier sind etwa 20 Kubikmeter pro Sekunde, was nicht das Minimum ist, aber auch nicht viel mehr. Das Wehr selbst kann auf der rechten Seite befahren werden, aber einmal mehr erschwert das flache Wasser oben die Anfahrt. Direkt unter der Brücke in Eck liegt das schiefe Eck. In den letzten Jahren hat es sich zu einem einfachen Schwall entwickelt, mit dem Hauptstrom auf die Felswand zu, mit genügend Platz. Früher war es aufgrund stärkerer Verblockung schwieriger. Ab hier beginnt der technische Teil mit etwas mehr Gefälle. Wenn der Fluss parallel zur Straße verläuft, gibt es einige Felsblöcke zum Herumkurven, was viel Spaß machen kann.
Bei diesem tiefen Wasserstand fährt man rechts ein, um dann nach links zu wechseln, nur um dann wieder rechts auszufahren, wenn es um die nächste Kurve geht. Bei Meerwasser gibt es mehr Fahrrouten. Ums Eck und unter der Straße durch nehmen die Schwierigkeiten ab. Es gibt immer noch einige technische Katarakte, aber dazwischen kann man verschnaufen. Ab hier gibt es einen Radweg am rechten Ufer, welcher die alte Trasse der Bahnlinie nutzt. Wenn er über die Brücke über die Weissach geht, ist man oberhalb des High Five Camps, was ein beliebter Ausbootpunkt ist. Sie bieten verschiedene Outdoor-Aktivitäten an. Um die nächste Kurve liegt ein weiterer Schwall mit einigen versteckten Felsblöcken. Dies ist die letzte schwere Stelle. Danach wird es flacher bis zur Brücke unterhalb von Müselbach. Der Ausstieg ist am Parkplatz, was einstmal ein Bahnhof war. Wegen einem Erdrutsch ist die Zufahrt nur noch von der Seite Müselbach möglich, auch wenn dies der Bahnhof Langeneck war. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!